Und damit herzlich willkommen hier im Anon Kaijuverse. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auch sehr, dass ich endlich über Spider-Man No Way Home schwätzen kann. Ich bin jetzt vor einer halben Stunde ungefähr aus dem Kino gekommen. Das heißt, ich nehme das Ganze jetzt hier am 15. auf. Ihr werdet es erst einen Tag später sehen. Ich bin auch ein bisschen müde, weil es schon relativ spät ist. Aber ich dachte mir, ich will mal so meinen frischen Eindruck an euch weitervermitteln. Meinen frischen und vor allem spoilerfreien Eindruck. Das ist ganz wichtig. Ich werde darüber zwei Videos machen. Einmal eben spoilerfrei. Das ist jetzt diese Kritik hier. Und dann wird es noch eine Spoilerkritik zu dem Ganzen geben, die dann ein bisschen ausführlicher sein wird. Plus, ich werde über die Post-Credit-Szenen reden. Ja, es gibt zwei Post-Credit-Szenen. Und die, denen werde ich auch ein eigenes Video widmen. So, dann fassen wir erstmal die Handlung des Films ganz stupide zusammen. Die wir auch schon aus dem Trailer kennen. Es geht darum, dass Peter Parker merkt, dass sein Leben nach und nach immer mehr verpfuscht wird, aus dem Grund, dass ja Mysterio seine wahre Identität preisgegeben hat. Die ganze Welt weiß, Peter Parker ist Spider-Man und das, naja, das hat so Nachwirkungen, die dann doch sehr heftig sich auswirken, sowohl auf Peter als eben auch auf seine Tante und auf seine Freunde. Peter entschließt sich deswegen also, kurz und knapp Dr. Strange aufzusuchen und möchte, dass dieser die Welt vergessen lässt, dass er Spider-Man ist. Und der Zauber geht ein bisschen in die Hose und dann plötzlich tauchen verschiedene Schurken auf, die wir kennen sollten, die aus anderen Spider-Man-Filmen stammen. Einmal aus dem Universum von Tobey Maguire, einmal aus dem Universum von Andrew Garfield. Wir haben hier einmal Doc Ock, Dr. Octavius, wir haben den Green Goblin, wir haben den Lizard, wir haben Electro und Sandman, die plötzlich alle in unserer Welt auftauchen. Und Peter ist dann eben vor der Herausforderung, was machen wir jetzt mit diesen Superschurken? Dr. Strange sagt, ey, es gibt keine andere Möglichkeit, es ist ihr Schicksal zu sterben im Kampf gegen Spider-Man. Und Peter sagt dann aber, nein, da muss es eine andere Möglichkeit geben. Und dann geht es in dem Film eben auch darum, welche Möglichkeiten gibt's und wie kann man das Problem jetzt lösen? Und ich bin brav. Ich habe mich nicht ganz so sehr hypen lassen wie manch andere. Ich war natürlich auch gehypt aufgrund dessen, dass man eben sehr viele Theorien angestellt hat, dass man jetzt endlich nach ewig langem Anteasen endlich mal das Multiversum einführt und dass man ja hier einfach auch bekannte Schurken wieder sieht und eben auch noch die Hoffnung hatte, dass man vielleicht den ein oder anderen Helden aus dem ein oder anderen Film nochmal aufflackern lässt. Und deswegen bin ich da mit in diesen Theoriepool reingesprungen. Hab da so ein bisschen mitgemischt, meine eigenen Theorien reingesammelt und eben auch sehr viele gehört. Dann war ich heute Abend, wie gesagt, im Kino und ich habe mich auf den Film gefreut. Ich war, wie gesagt, nicht ganz in dem Hype drin, habe mir aber schon gedacht, dass der Film verdammt gut wird. Ich meine, ich schaue mir regelmäßig die Videos Movie Pilot an und der liebe Yves Movie Pilot ist nicht ganz so der große Fan von Tom Holland und sogar er hat gesagt, das ist ein super cooler Spider-Man-Film. Er hat sogar applaudiert, er war total begeistert davon. Und ja, was kann ich jetzt dazu sagen? Ich sollte zuallererst mal Folgendes sagen, um so ein bisschen den Grundstein für meine nächsten Aussagen zu legen. Spider-Man No Way Home ist ein Marvel-Film. Und das ist es. Der Film ist ein klassischer Marvel-Film, wie wir ihn kennen, vom Aufbau her, von der Tonart her. Er hebt sich nicht so sehr ab, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Ich rede hier nur von mir, das ist meine Meinung. Ich sage immer, man hätte sich das mehr gewünscht. Ich rede aber eigentlich nur von mir. Ist meine eigene Meinung. Ich hätte mir hier einfach viel mehr gewünscht, dass der Film bestimmte Themen aufgreift und die wesentlich intensiver behandelt. Stattdessen haben wir hier ein Actionfeuerwerk mit dem ein oder anderen Dänchen, das verdrückt werden kann und eben auch mit sehr viel Humor an leider auch sehr unpassenden Stellen. Gut, dann fangen wir aber erstmal damit an, was mir an dem Film sehr gut gefallen hat. Und da muss ich wirklich sagen, dass der Cast einfach unfassbar genial ist. Tom Holland, ich bin auch nicht der größte Fan von seinen Spider-Man-Filmen, aber ich mag ihn einfach als Person. Ich mag ihn als Spider-Man, das geht alles super gut Hand in Hand, auch hier mit Zendaya und hier dem, ich habe ihn wieder vergessen, den Namen, dem Herrn, der Ned spielt. Die haben jetzt auch eine größere Rolle zu dritt. Das heißt, da ist jetzt mehr so dieses Team abgegeben in dem neuen Film. Die waren ja mehr so Sidekicks in den anderen Filmen gewesen. Hier haben sie jetzt schon ein bisschen eine speziellere Rolle. Besonders Ned bekommt hier eine ganz interessante und lustige Rolle zugewiesen. Und das ist alles super cool und super stimmig. Auch die Schurken, wie die Schurken untereinander miteinander agieren. Im Trailer sieht man das alles nicht. Ich habe auch schon die Befürchtung gehabt, dass Jamie Foxx irgendwie nur so ein kurzer
ja, so einen kurzen Auftritt haben wird, dass er halt eigentlich auch nur aus CGI besteht. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Der hat wirklich Dialog und er agiert auch mit anderen Schurken wie Dr. Octavius und das ist echt cool mit anzusehen, worüber man sich da eben auch unterhält, dass man dann wirklich auch auf bestimmte Themen kommt, wie, ey, in meinem Universum ist das, in meinem Universum ist das und das haben sie schon echt cool gemacht, diese Connection und ihr merkt schon, das ist alles sehr viel Fanservice. Der Film, der sprüht voll Fanservice. Das ist schon richtig so. Ist der Fanservice gut eingesetzt? Ja. Hätte man ihn unbedingt gebraucht? Nein. Die Effekte sind durchgehend solide. Ich hatte nur irgendwie beim Sandman so ein bisschen was auszusetzen, weil der Sandman ist 80% vom Film, mehr, 99% vom Film ist er eigentlich nur in der Sandgestalt und die sah irgendwie nicht gut aus im CGI. Weiß nicht, woran das jetzt gelegen hat. Und ich habe mir auch gedacht, okay, sie haben wahrscheinlich einfach den Schauspieler nicht mehr gekriegt für die Rolle. Und doch, es ist der gleiche Schauspieler. Ich weiß nicht, ob er auch in CGI war, also auf jeden Fall besser aus als diese Sandgestalt. Man hat ein paar Figuren vernachlässigt, aber auch das hat irgendwie in der Geschichte Sinn gemacht. Man hat den Fokus wirklich auf Jamie Foxx, Dr. Octavius und auch auf den Green Goblin gelegt. So die anderen beiden, die fallen so ein bisschen eben weg. Der Lizard und der Sandman, die hätte man auch nicht unbedingt gebraucht. Die hätten nur einfach wegbleiben können. Ja, ganz großes Lob auf jeden Fall an Willem Dafoe als Green Goblin. Ich finde, der Green Goblin ist immer noch der beste Schurke im Spider-Man-Universum. Ich weiß ja, viele lieben Otto Octavius und Alfred Molina in der Rolle. Ich bin der Meinung, der ist weit, weit überschätzt. Ich finde, Green Goblin, Willem Dafoe ist einfach noch Level, Meter, Kilometer weit drüber. Und ja, in dem Film macht er das auch wirklich ganz deutlich. Der Green Goblin war noch nie so bedrohlich wie in dem Film gewesen. Von seiner Art her, von seinem Auftreten, aber auch von seiner physischen Stärke. Und da habe ich zu meinem Kollegen auch gemeint, das ist ein bisschen seltsam. War der auch schon so krass in den Raimi-Filmen? Und er meinte auch, so krass war der eigentlich nicht. Und das ist ja seltsam, weil es ist eben der Green Goblin aus dem Raimi-Universum. Und da hat man sich so ein paar Freiheiten bedient. Auch Jamie Foxx Charakter, der ist ziemlich cool auf einmal und nicht mehr so ein Dappes, wie er es eigentlich gewesen ist. Und das wird auch öfter im Film angesprochen. Da wird sich dann auch drüber lustig gemacht, aber es wird einfach nie erklärt. Jamie Foxx selber, also Electro selber, sagt einfach nur mal, er will nicht mehr in seine Zeit zurück, weil er dann wieder der andere wäre. Und ich dachte mir, aber wieso bist du anders, wenn du in diese Zeit kommst, also in dieses Universum kommst, und die anderen haben sich aber zum Teil gar nicht verändert. Also das wird auch einfach so stehen gelassen, da gibt es keine Antwort für. Und ja, also wie gesagt, der Fanservice, den hätte man nicht unbedingt gebraucht, das ist nicht alles. Der Fanservice ist nicht dazu da, damit die Story auch wirklich an den Punkt kommt, an den sie letztendlich kommen soll. Das hätte man auch nicht machen müssen. Aber es war eine sehr coole Idee. Vor allem hat das einfach mal gezeigt, dass es unfassbar gut funktioniert. Ich bin der Meinung, dass Tobey Maguire immer noch mehr Chemie mit dem Green Goblin hatte in seinen Filmen als Tom Holland mit dem Green Goblin. Das merkt man eben auch, dass Willem Dafoe Tom Holland extrem an die Wand spielt. Aber es funktioniert trotz allem ziemlich gut. Und auch wie man dann Dr. Strange hier mit einbindet, ist sowohl positiv als auch negativ. Und ich springe jetzt hier mal von den positiven Sachen dann über in die Sachen, die mich vielleicht so ein bisschen gestört haben. Dr. Strange hat hier eine. Es ist keine Mentorenrolle. Es ist nicht so diese Rolle, dass Dr. Strange jetzt wirklich eigentlich alles regeln kann. Ich habe mir auch während dem Trailer schon gedacht, okay, warum greift Dr. Strange nicht selbst in den Kampf ein? Und meine Theorie ist gewesen, er kann es eben einfach nicht, weil er, naja, weil Spider-Man ja die Gegner töten muss. Das ist ja denen ihr Schicksal. So wird es ja auch im Trailer dann verkauft. Und Dr. Strange wird, um das Ganze jetzt spoilerfrei zu machen, er wird relativ schnell beiseite geschrieben. Das passt, glaube ich, am besten, damit er eben nicht in die Handlung mit eingreifen kann, weil er halt eben einfach zu krass ist. Das Ganze wäre wesentlich zu einfach, obwohl, ja, gut, also im Spoiler-Part habe ich da noch einiges zuzusagen, was Dr. Strange angeht. Auf jeden Fall, das war eine ziemlich dumme Idee, wie er rausgeschrieben wurde. Ich fand es einfach nicht gut. Nee. Also sie zeigen, na, ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, weil das einfach voll der Spoiler wäre. Es ist schwierig. Zum anderen muss ich noch positiv hervorheben, bevor ich jetzt weiter ins Negative gehe.
Die Grundgeschichte ist nicht ganz so dumm wie im Trailer. Der Aufbau ist schon so ähnlich, dass man sieht im Trailer ja, dass Dr. Strange den Zauber verpatzt, weil Peter ihm reinspricht. Das passiert auch wirklich so und das ist ziemlich dumm. Man baut das allerdings ein bisschen mehr auf und mehr aus. Beides. Also es wird schon ein bisschen cleverer erzählt. Im Endeffekt muss man aber wirklich sagen, der Film eskaliert bis zum Schluss ziemlich heftig. Und alles, was dann passiert, passiert wirklich nur, weil Dr. Strange und Peter Parker Idioten sind. Und das muss man so ein bisschen wegdrücken, weil Dr. Strange ist derjenige, der noch in Infinity War gesagt hat, ey, ich opfer jetzt einfach mal alles um uns herum, damit wir Thanos besiegen können. Derjenige, der einfach immer den Durchblick hatte, er hatte einfach die Möglichkeit, wie viele Milliarden Ausgänge des kommenden Konfliktes zu sehen und kommt aber nicht mal auf die Idee, diese Magie anzuwenden, um zu gucken, was denn passieren kann, wenn er eben das macht, was er eben da macht. Da muss man wirklich halt sagen, das ist so dieses typische, wir haben Doctor Strange oder wir haben eine Figur im Film davor zu krass aufgebaut und damit die Figur aber jetzt nicht irgendwie der allmächtige Retter ist, müssen wir bestimmte Dinge ignorieren. Und das ist eben so eine Fähigkeit, wie in die Vergangenheit zu gucken. Sie erklären es natürlich auch, indem sie halt sagen, ey, wir haben hier das Auge von Agamotto, also den Zeitstein haben wir ja nicht mehr und er konnte das nur wegen dem Zeitstein machen, in die verschiedenen Realitäten gucken. Gut, kann man so erklären, dennoch ist die Szene sehr dumm. Wie gesagt, ich komme da nochmal im Spoiler-Part drauf zu sprechen. So, was haben wir noch zu bequatschen über das Ganze? Ich muss sagen, der Film hat Konsequenzen gezogen, die mich schon getroffen haben. Und ich weiß noch, also ich war im Kino gewesen, wir waren 20 Leute, glaube ich. Wir waren nicht allzu viele Leute. Es war hier bei mir im Dorf. Und die Stimmung war super cool gewesen. Es gab Momente, wo einfach die Leute geklatscht haben, wo Leute wirklich gesagt haben, what the fuck, und wo man einfach dann so dieses Schniefen gehört hat, wenn emotionale Szenen gekommen sind. Und emotionale Szenen gibt es hier, die wirklich sehr gut funktionieren, die sowohl im Dialog liegen, als auch eben in dem, was passiert. Und es gibt eine bestimmte Szene, wo etwas Endgültiges passiert und darauf gibt es eine Reaktion von einer der Figuren und da habe ich mir gedacht, das ist wirklich gerade extrem gut geschauspielert und vor allem ist das sehr heftig gewesen. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr, glaube ich, jetzt genau, worauf ich hinaus will. Das war wirklich herzzerreißend. Ansonsten kann ich jetzt gar nicht mehr allzu viel erzählen, ohne euch jetzt hier zu spoilern und ich will jetzt hier noch nicht groß spoilern, weil ich denke mal, dass die meisten den Film erst noch sehen werden. Und ich kann auf jeden Fall, um das Ganze kurz zusammenzufassen, so viel sagen, dass der Film ist die Marvel-Formel. Und es tut mir auch wirklich leid, wenn jetzt Leute, ich habe schon Kritiken dann gehört, dass der Film sich so sehr vom MCU abhebt. Und das ist einfach Quatsch. Das stimmt einfach nicht. Und da kann ich auch nicht sagen, das ist nur meine Meinung. Es ist einfach ein Fakt, dass dieser Film genauso aufgebaut ist wie alle anderen Marvel-Filme auch. Dass der Film Humor hat, der in falschen Momenten auftritt. Das sind teilweise einfach auch Gespräche, die wieder alles ins Lächerliche führen. Es wird zum Beispiel, das ist jetzt wirklich kein Spoiler, wenn ihr es nicht hören wollt, dann klickt ganz kurz weg, bis ich die Hand wieder runternehme. Ich mach's mal hier hin. Es gibt einen Moment, in dem Jamie Foxx erzählt, dass wie er zu Electro geworden ist. Und er erzählt dann eben die Geschichte, die wir aus Amazing Spider-Man kennen, dass er in einen Tank gefallen ist und dass Oscorp in seiner Welt mit Elektrizität rumgeforscht hat. Und dann ist er halt in ein Becken voll Zitterale gefallen. Und das wird dann einfach als Gag genommen. Und damit entmystifiziert man diese Figur. Es ist natürlich richtig, das ist ja auch so passiert in den Mark-Webb-Filmen von Spider-Man. Aber es wird dann wirklich, ich glaube, jeder Schurke wird einmal darauf reduziert, wie er geworden ist, wie er geworden ist. Beim Lizard wird sich sogar darüber lustig gemacht, wie dumm sein Plan eigentlich gewesen ist. Es wird auch, glaube ich, zwei oder dreimal aufgegriffen mit diesem, aha, du wolltest also alle wollen zu Echsen werden. Aha. Ich habe es verstanden. Ich habe verstanden, dass das eine dumme Idee war, aber ich mag es halt nicht, wenn das Filmstudio von Marvel mir selber sagt, guck mal, wie dumm unsere Ideen eigentlich sind, weil es nimmt sehr viel einfach raus. Auch der Sandman, da muss ich überlegen, der Sandman in Spider-Man 3.
war eine der coolsten Entwicklungen, wie er eben zum Sandman geworden ist. Und sogar das verarschen sie hier nochmal. Ich glaube, jeder Charakter bekommt einmal so diese Route ab von wegen, du musst jetzt verarscht werden, du musst jetzt verarscht werden. Dr. Strange wird verarscht, Spider-Man wird verarscht. Alles, also jede Fähigkeit von, ich glaube, jeder Figur, die irgendwelche Superkräfte in dem Film hat, wird einmal kurz verarscht und eben zum Deppen dargestellt. Und es muss einfach nicht jedes Mal sein, weil der Film ist verdammt stark in seinen ernsten Situationen, in den Dialogen, diese Dialoge, die sich dann über die verschiedenen Universen erstrecken. Gerade die Superschurken, da gibt es eine Szene, wo die sich alle unterhalten. Und das finde ich einfach, das haben sie richtig geil gemacht. Und was der Film uns vor allem zeigt, dieses Multiversum funktioniert verdammt gut. Und es hat mir persönlich Spaß gemacht, den Film zu sehen. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich reingekommen bin. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich bin erst ab einer bestimmten Stelle reingekommen, eben wo dann dieser Dialog zwischen den ganzen Schurken stattfindet. Und das ist so, es ist nicht die Mitte, es ist noch vor der Mitte, aber ich bin relativ spät reingekommen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ja, auf jeden Fall, um jetzt hier einfach spoilerfrei das Ganze abzuschließen, würde ich dem Film einfach mal ganz plump 3 von 5 Sternen geben. Er ist einfach ein klassischer Marvel-Film. Er hat hier und da seine Momente, die man vielleicht nicht kommen sieht, die man vielleicht auch einfach kommen sieht. Er hat Momente, die einen wirklich zum Nachdenken bringen. Es gibt bestimmte Themen, die angesprochen werden, wie zum Beispiel, ey, nur weil die in ihrer Welt zum Sterben verurteilt werden, haben die deswegen auch die Pflichten unserer Welt zu sterben. Die sind doch jetzt hier in der Welt. Und da hat man ganz kurz auch mal so den Moment, wo man drüber nachdenkt, okay, da hat er eigentlich recht. Ey, da hat aber auch er eigentlich recht. Und das war alles sehr schön. Aber es bleibt im Endeffekt ein Marvel-Film, es bleibt ein Spider-Man-Film und es bleibt der beste Spider-Man-Film der Tom Holland-Reihe. Das definitiv. Und so viel will ich erstmal dazu sagen. Und dann im Spoiler-Part kann ich da wesentlich besser drauf eingehen, auf die ganze Sache. Ganz wichtig aber, wenn ihr die Kritik jetzt seht und vielleicht heute Abend noch ins Kino geht oder morgen Abend, dann bleibt auf jeden Fall sitzen bis ganz zum Schluss. Es gibt 2 Post-Credit-Scenes. Vielleicht sagt ihr mir jetzt sogar, nee, du Idiot, es gab sogar 3. Wir haben jetzt nur 2 gesehen. Die meisten Leute sind wirklich nach der ersten schon rausmarschiert und dann waren wir noch zu 6, glaube ich, im Kino gewesen. Und das ist wie wenn man merkt, okay, da bringt jemand gerade den Müll raus und dann stellt man einfach seine Tonne mit dazu, weil einer angefangen hat. Und irgendwie hat dann einer gehört, dass ich gesagt habe, ich meine gehört zu haben, dass da noch eine zweite Post-Credit-Scene gekommen ist, noch kommt. Und dann sind eben alle sitzen geblieben. Und da kam auch noch eine. Und die zweite lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen. Die werden wir auch nochmal genauer besprechen. So viel jetzt dann eben zur spoilerfreien Kritik von Spider-Man No Way Home. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Fandet ihr ihn gut? Fandet ihr ihn schlecht? Spoilert bitte hier im Video auch noch nicht in den Kommentaren. Das wäre echt so nett. Verlagert dann euren ganzen Spoiler-Wahn einfach auf das Spoiler-Video. Ich überlege auch einfach, ob ich da vielleicht einen Livestream dann darüber machen sollte. Das schauen wir mal. Auf jeden Fall wird dann die ausführliche Spoiler-Kritik nächste Woche kommen. Ich denke mal, Dienstag wird das Ganze. Das würde eigentlich passen. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Video hiermit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino nochmal und würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.